Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir befinden uns hier unten im Valley und ich habe mir hier oben eine Markierung gemacht, denn wir gehen heute die Schatzkarte Nummer 8 vom Gebirge aus an. Ich denke mal, das dürften wir auch schaffen. Das Leichteste wird sein, wenn wir uns jetzt hier den Schienen als Schuhzuzug bedienen und jetzt hier einmal durch, weil genau das brauchen wir hier, diese schönen Wegmarkierungen. Und dann müssten wir eigentlich auch bald da sein. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich nochmal mit den Schienen kreuzen. Ah, hier. Na gut, bin ich ein bisschen zu früh den Wandererweg gelaufen. Und dann müsste es gleich da vorne sein. Jawohl. Da sieht man schon das Motorrad, was man auch auf dem Foto gesehen hat. Jetzt können wir hier nochmal uns angucken. Da sieht man das Motorrad, die schönen Berge und Co. Und hier hinten ist jetzt auch schon unser Hügelchen. Bauplan, Küchenstühle. Okay, nehmen wir mit. Fusionszelle Ultrazitlaser mal wieder. Nicht schlecht. Nein, ich wollte eigentlich die Flasche und mich jetzt nicht hier hinsetzen. Okay, ich gammel hier erstmal ein bisschen rum. Jetzt steh mal bitte wieder auf. Danke. Auch wenn es ein schöner Ausblick ist. Also wirklich schöner Ausblick. Bringt uns das jetzt gerade nicht viel. Ah, da wird man so ein bisschen nostalgisch. So. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Hier gab es ja auch noch eins, was ich mir unbedingt angucken wollte. Und Sendeturm hätten wir auch in der Nähe. Und zwar das Observatorium. Da hatten wir damals mal in den Folgen gesagt, da gucke ich später nochmal rein. Hab's aber bis jetzt noch nie wieder gemacht. Und das fiel mir jetzt eben gerade ein, wo ich die Karten durchgeguckt habe, weil das Observatorium soll man nämlich im Hintergrund ja sehen können. Bei dieser Karte. Das heißt, ne, wir gehen da jetzt mal hin und gucken uns das Ganze mal an, weil das haben wir jetzt im Let's Play noch nie wirklich gemacht. Also warum denn nicht? Jetzt gucken wir uns das ganze Ding nochmal von innen und von außen und hast du nicht gesehen an. Ich hoffe, meine Bewaffnung reicht dafür. Ich will jetzt halt wirklich nur mit den Gewehren schießen. Aber unsere Gewehre sind schon mächtig. Die dürften hier vielleicht die Robbys kaputt kriegen. Na, das hat zwar gut gesessen, aber nicht gut genug. Alter, der trifft mich zwei, dreimal. Ich bin ja hier schon fast tot. Oh, oh, oh. Lieber nochmal ein Stück zurück hier. Gucken, was er macht. Er versucht die Position zu wechseln, dann tun wir es auch. Ah, jetzt versucht er außen rum. Hehe. Wir haben dich schön verarscht, lieber Kollege. Oh. Da hinten haben wir noch einen Colonel. Au, 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 au. Nicht ruckeln, während ich hier runterspringe. Ist nicht so gut. Ist das schon wieder ein neuer? Jetzt habe ich aber langsam ein Problem. Heißt, ich mach mal kurz Folgendes. Wenigstens die Bagger-Armor hier. Na komm, rein da. Alle hops. Dann das Unterhebelgewehr. Ach, jetzt bist du schon da oben. Alter, die drücken richtig schön Schaden rein. Ich will jetzt meine Stimpacks nicht alle verwenden. Mano. Haben wir vielleicht noch irgendwas
Fressbares bestimmt. Ratisch. Dann können wir uns wieder hochfressen. Da oben bist du. Jetzt bist du fällig. Na? Jawohl. Dafür ist das Untergewehr ein bisschen besser. Macht zwar ein bisschen weniger als das Schwarzpulver, aber wir kommen damit. Na, wo liegt der denn? Ah, ich mag das nicht, wenn die hier in solchen Büschen liegen und man sie denn nicht findet. Oh, da ist der andere. So, nochmal einen kritischen. Und kaputt. So, war hier nicht noch einer? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann lassen wir mal kurz auf Gewehrchen hier. Und schauen nochmal rein hier. Hier liegt ein Toter. Das war ich aber nicht. Okay, Kampfflinte. Nein, ich hätte auch mit der Flinte jetzt rangehen können. Egal. Baumsammelchen. Damals waren hier aber mal Robehirne, ne? Die das Ganze verteidigt haben. Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier nicht mal reinkommen. Irgendwo wird es ja hier einen Eingang geben. Dito. So. Dann wollen wir uns das ganze Ding nochmal angucken. Ich bleib mal lieber auch in der Power Armor. Verbraucht man ein bisschen weniger Stimpaks. Weil so gut sind wir mit dem Schleichen noch nicht. Fehlen ja auch noch ein paar Perk-Karten für. Verstecken ist nicht. Das muss ich nur sehr vorsichtig sein und darf die Helmlampe auch nicht anmachen. Hätten wir vielleicht nochmal Chance, schnell zu schießen. Shit. Okay. Nur der hat uns jetzt mitgekriegt. Da hinten eiert der nächste hin. Gut, danke, dass du schon vorher geschossen hast. Auch dir können wir noch mal ein bisschen was wehtun. Okay, jetzt hat er mich auch. Die bekämpfen sich hier gegenseitig. Na gut, für uns ist das jetzt wurscht. Hauptsache, wir kriegen die jetzt kaputt. Ah, sieht so aus, als wenn hier noch irgendwo was ist. Vorsichtig. Ah. Ich wusste es doch. Okay, weg. Das ist ein Aggressotron. Tango, Oscar, Delta? Okay. So. Nee, ich bin immer getarnt. Okay, ich krieg gerade noch eins ins Kreuz. Au, 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 au. Muss vorsichtig bleiben. Na, komm schon. Ah, jetzt wollt ihr zu zweit, okay? Na gut, da habe ich keine andere Wahl. Kommt nah genug ran. Und weg mit dir.
Ach, von da oben. Na komm. Oh, 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 oh. Jetzt fliege ich einmal in die Luft. Derzeit esse ich mich mal wieder ein bisschen hoch. Mensch, ich wollte die ganzen Happen eigentlich haben, um mich... um die zu verkaufen. Jetzt fressen wir die, um zu überleben. So, da oben bist du. Sehr schön. Jetzt bist du da nicht mehr. Ah, das kriegen wir nicht auf. Hier ist eine Exit. Na, kriegen wir dich zum Überladen. Wunderbar. Sparen wir uns mal kurz Munition. Spreng dich ruhig. Danke für die EP. Ja, dann dreht sie mal vor, ne, damit ich sie dann auch lesen kann. Diese persönliche Nachricht. Wo haben wir dann jetzt die Leiche von dem in die Luft gejagten? Setz ich doch jetzt nicht hier. Ach hier, der ist schon zu Metallschrott digitiert, wollte ich sagen. So, kurz nachladen. Ach, da oben bist du. Na okay, wenn du jetzt nicht ballerst, dann knall ich dich jetzt so weg. Egal, wie viel du aushältst. Ich hab genug Schuss. Okay, laden wir mal kurz das ganze Ding nach. Auch wenn es ewig dauert. So, jetzt passt das. Na, komme ich hier rauf? Ja. So, hier nochmal ein bisschen was mitnehmen. Das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, der ist nicht getarnt. Der scheint aber über uns zu sein. Mensch, ihr ganzen Kernels. So. Na du. Du möchtest in den Hinter getreten werden. Auch wenn das hier schon wieder ewig dauert, bis wir euch kaputt gekriegt haben. Also auf uns schießt er nicht. So. Immerhin. Was? Ich habe keine Ahnung, wo der rumeiert. Hä? Irgendjemand hat mich gerade entdeckt. Die Musik ist gerade umgesprungen. Oh, Fusionskern, cool. Kronkorken. Wir könnten uns ja mal wenigstens ein paar Granaten ausrüsten. Na, erwischt hat's dich. Oh, hab schon keine mehr. Erwischt. Erwischt. Autsch. Ach, da unten seid ihr. Au, 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 au. Die können wohl wahrscheinlich die Treppe nicht runter.
So, Nummer 1 habe ich. Greife feindliches Ziel an. Nummer 2 habe ich auch. Der hängt jetzt auch in den Seilen. Ich sehe halt nicht, wie viel der Aggressotron noch hat. Na gut, so verlieren wir zwar auch ein paar Kilos, aber... Der kriegt nicht wirklich gut Schaden. Na komm, ein bisschen Munition. Werde ich jetzt mal rausdrücken. Oder auch nicht. Alter. Der hat ja gleich instant auf mich gezielt hier. Na komm schon. Jawohl. So viel Muni wollte ich jetzt nicht loswerden. Oh, hier habt ihr euch ja schön alle in einer Ecke reingesetzt. So, nicht das Ding hier wieder. Ah, jetzt sieht es hier aber auch ein bisschen ruhiger aus. Oder auch nicht. Ja doch, siehst du doch, dass ich mich verstecken kann vor dir. Ich bin unter dir, Kollege. Okay, er geht einfach ganz gewöhnlich und ganz ruhig weiter hoch. Als wenn nie was gewesen ist. Und tschüss. Hä? Irgendwas hatte ich jetzt hier noch im Lock. Fehlalarm, na gut. Wie du meinst. Vorsichtig bleiben. Ja, bin ich. Aber ich sterbe nicht, was hast du denn jetzt? So, erstmal hochtrinken. Gebackene Bärfliege. Noch ein Häppchen. Und langsam weiter rumschleichen hier. Jetzt gehen wir hier wieder eins tiefer. Hier kommen wir nicht durch. Das hörte sich doch an, als wenn das hier irgendwo... Ach, da oben! Oh, shit. Der wäre ja richtig früh gesehen. Na, dann auch noch zu zweit, ne? So. Du brauchst gar kein Ziel. So. Na, das war's auch. Legen Sie Ihre Waffen nieder und stellen Sie sich den... So, hier wären wir jetzt durchgekommen. Können wir uns hier nochmal ein bisschen was looten. Vielleicht auch mal ein bisschen was kaputt machen. Plasma kann weg. Die Ultrazite ist sogar Level 50. Naja, machen wir jetzt trotzdem mal weg. Wir haben ja noch eine im Dings. Justitierter verlängerter Lauf. Das ist schon mal ganz gut. Schon mal nicht schlecht. So, schauen wir hier nochmal. Gefahr. Durch wen? Durch was? Wer sieht mich? Ja, der direkt vor meiner Nase steht. Und dann ignorieren, oder was? Das ist nicht nett. Ich hätte mal vor aufs Handgefertigte wechseln sollen. Durch pure Munitionskraft kriegen wir die Link besser kaputt.
Irgendwo scheint hier aber noch ein MG oder was in der Richtung zu sein. Schade, dass man die nicht benutzen kann. Also die Sternwarte hier. Ah, ich glaube, da fehlt sogar irgendwas. Schade, schade, schade. Vielleicht kommt es ja noch. Man weiß ja nie, was die jetzt noch an Updates raushauen und was nicht. Bin ja wirklich noch gespannt auf das Dungeon-System. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles soweit durch, dass das auch passen tut. Da waren aber schon wieder ein bisschen zu harte Gegner für die Zweitbewaffnung. Weil Gewehr ist ja eigentlich eher nur das Zweite, was wir nutzen. Aber ich frage mich hier sowieso, was das jetzt hier für ein Event sein soll. Achso, bestimmt die anderen beiden, die da in der Ecke sind. Irgendwo scheint aber noch einer zu sein. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles soweit durchgeguckt. Ne, hier ist auch keiner mehr. Auch kein gut plünderbarer Schrott hier. Ich glaube, deswegen bin ich auch immer zu selten hier. Was haben wir hier noch? Hecken. Achso. Ja. Jetzt brauchen wir mal einmal im Leben Hecken. Ich glaube es einmal nicht. So, Profi-Hacker, Meister-Hacker und den Hacker. Wollen wir mal schauen. Rocket, ein Treffer. Mhm. Gut. Module, ein Treffer. Dann denke ich mal, wird es das O sein. Zwei Treffer. Okay. War hier noch irgendwas mit O? Lowest. Wunderbar. Tür öffnen. So, kurz Skills wieder umwechseln. Die Hacker wieder raus. Stabilisiert wieder rein. Und wow. Das ist ja nur ein Gang gewesen. Für eine abgeschlossene Kiste. Der lief ja ganz gut. Das lief ja mega gut. So. Wir haben noch mal ein bisschen Schrott gekriegt. Wunderbar. Jo, dann war es das ja jetzt hier eigentlich auch schon wieder. Den einen Gegner werde ich wohl wahrscheinlich nicht finden. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt an der Stelle erstmal den Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.